Wir kommen nun zu Joel 3. In gewissen Bibelübersetzungen sind das die letzten Verse von Kapitel 2, weil anders gezählt wird. Und es wird geschehen nach diesem. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und es werden Weissagen eure Söhne und eure Töchter. Eure Ältesten werden Träume träumen. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut vor dem Kommen des Tages des Herrn, des Großen und Schrecklichen. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Ja, unter den Entronnenen, die der Herr ruft. Nun haben wir ganz deutlich gesehen, dass Kapitel 1 und 2 in Joel die kommende Drangsalszeit von 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Christi bis hin zur Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit beschreiben. Jetzt haben wir gelesen, und es wird geschehen nach diesem. Das heißt also ganz klar, nach der großen Drangsalszeit wird der Heilige Geist ausgegossen. Nun sehen wir, heute in der charismatischen Bewegung wird gelehrt, dass wir nun in der Endzeit leben, das stimmt, und dass jetzt eine besondere Geistesausgießung stattfinden soll über die ganze Welt. Und dass es dadurch zu einer gewaltigen Erweckung kommen soll in Europa, auch in Amerika, weltweit. Aber das entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Denn es heißt hier, es wird geschehen nach diesem, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das wird also geschehen erst nach der Entrückung der Gemeinde und nach der großen Drangsalszeit, nach dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, um Israel zu befreien. Und das ist auch ganz logisch. Der Heilige Geist wurde ja in Apostelgeschichte 2 ausgegossen über die Gemeinde. Pfingsten 32 nach Christus. Der Heilige Geist ist nie weggegangen, sondern ist hier geblieben durch diese fast 2000 Jahre hindurch. Aber bei der Entrückung der Gemeinde wird die Umkehrung von Pfingsten stattfinden. So wie der Heilige Geist, der ja der allgegenwärtige Gott ist, auf die Erde gekommen ist am Pfingsten, um eben sein Wirken in einer ganz besonderen Weise in der Gemeinde zu entfalten. So wird der Heilige Geist eben von der Erde weggehen und er wird so wieder wirken nach der Entrückung, wie er das schon getan hat im Alten Testament. Also der Heilige Geist war auch im Alten Testament allgegenwärtig. Aber dieses besondere Wohnen in einzelnen Menschen, ohne sie je wieder zu verlassen, das hat es nur gegeben im Zeitalter der Gemeinde. Und in diesem Sinn wird der Heilige Geist bei der Entrückung wieder weggehen. Und wenn er weggegangen sein wird, dann kann er wieder kommen. Und darum am Anfang des tausendjährigen Reiches wird der Heilige Geist wieder neu ausgegossen werden, so wie am Pfingsttag. Aber wer heute sagt, der Heilige Geist soll jetzt ausgegossen werden, verunehrt den Heiligen Geist. Denn er ist bereits da. Er wohnt in der Gemeinde. Und wenn man sagt, ja, wir brauchen seine Kraft, er muss neu ausgegossen werden, ignoriert man sein Wirken in der heutigen Zeit. Und es war ja der Heilige Geist, der das Neue Testament, die Vollendung der Heiligen Schrift, gewirkt hat nach Pfingsten. Es war der Heilige Geist, der der frühen Gemeinde die Einsicht gegeben hat, alle gefälschten Bücher zu verwerfen
und nur die inspirierten 27 Bücher des Neuen Testaments anzuerkennen. Alle Fälschungen hat die Kirche, die frühe Kirche, aufgedeckt und verworfen. In keinem einzigen Fall hat sie sich geirrt, wie wir heute aus dem Rückblick sagen können. Und es war der Heilige Geist, der in der Reformation in einer gewaltigen Weise wieder neu das Wort Gottes entdecken ließ und auch die Wahrheiten des Evangeliums allein aus Gnade, allein die Schrift, allein durch Glauben und allein Jesus Christus. Das ist alles, das war ein gewaltiges Wirken des Heiligen Geistes. Und es sind ja damals Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus der katholischen Kirche, aus den Klöstern hinausgegangen, weil sie die Gnade Gottes im Evangelium erkannt haben. Das war gewaltig. Natürlich kam dann die Gegenreformation. Aber der Heilige Geist hat weitergewirkt und besonders im 19. Jahrhundert hat er wieder ganz neu auch Licht geschenkt zum Verständnis der Prophetie in der Bibel, die Wiederkunft Christi, die Entrückung und auch die ganzen inneren Zusammenhänge der Bibel, Israel, die Bedeutung von Israel, die Bedeutung der Gemeinde und so weiter. Das ist alles wieder ganz neu ins Bewusstsein gerückt in der Erweckungszeit des 19. Jahrhunderts. Und dieser Heilige Geist ist auch heute da und steht uns zur Verfügung in einer Zeit der endzeitlichen Verführung. Und wer kann da bewahrt bleiben? Wir nicht. Aber der Heilige Geist wirkt in den Gläubigen, sodass sie auch bewahrt bleiben können. Dieser Geist ist da und zu sagen, der Heilige Geist soll kommen, ist eine Verunehrung des Geistes, der da ist. Also wir müssen ganz deutlich sehen, der Fahrplan nach der Bibel ist anders. Der Heilige Geist wird weggehen bei der Entrückung und dann wird er am Anfang des tausendjährigen Reiches ausgegossen werden. Nun kommt aber die Frage, Petrus zitiert dieses Wort am Pfingsttag. Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist wird ausgegossen über die Gläubigen. Und sie beginnen in Fremdsprachen, die sie noch nie gelernt haben, perfekt zu reden und die großen Taten Gottes den Juden aus dem Ausland zu verkündigen. Die Menge in Jerusalem ist völlig außer sich. Und dann steht Petrus auf in Kapitel 2, Vers 14. Apostelgeschichte 2. Petrus aber mit den Elfen aufstehend erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund. Und nehmt zu Ohren meine Worte, denn diese sind nicht trunken, wie ihr meint. Denn es ist die dritte Stunde des Tages. Das ist 9 Uhr morgens. Im Judentum war es verboten, vor der Darbringung des Morgenbrandopfers zu frühstücken. Also erst ab 10 Uhr. Die durften auch keinen Wein trinken vorher. Er sagt, die sind nicht betrunken. Es ist 9 Uhr. Niemand hat gefrühstückt und niemand hat getrunken. Das kommt erst in einer Stunde. Ja? Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und so weiter. Er zitiert sehr weit, Vers 19, und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Wir haben im Neuen Testament an vielen Stellen Zitate aus dem Alten, gerade zum Beispiel im Matthäus-Evangelium. Man kann einmal anfangen, Matthäus 1, 2 und so weiter. Und dann steht immer wieder, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Und dann kommt das Zitat. Hier sagt Petrus nicht, das ist die Erfüllung, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Sondern er sagt, was seid ihr so erstaunt? Das ist genau dasselbe, was in Joel beschrieben wird. Das Phänomen
Der Geistesausgießung ist doch nicht etwas Fremdes für euch. Das wisst ihr doch aus den kleinen Propheten und auch aus Jesaja und so weiter. Das ist genau das, was in unserer Bibel steht. Aber er sagt nicht, das ist die Erfüllung, sondern er sagt, das ist genau das Gleiche, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Er zitiert dann auch Blut, Feuer, Rauchdampf, Sonne verfinstert, Mond in Blut. Da haben wir keine Hinweise in der Bibel, dass das am Pfingsttag etwa so gewesen wäre. Das bezieht sich auf die große Drangsalszeit. Aber er zitiert den Abschnitt, um zu sagen, dies ist es. Was nicht das Gleiche ist, das ist die Erfüllung von. Und so muss man also sagen, die Erfüllung von Joel 3 wird stattfinden am Anfang des tausendjährigen Reiches, nach der großen Drangsalszeit. Das, was die Gemeinde erfahren hat am Pfingsttag, ist das Gleiche, was in Joel 3 für Israel in der Endzeit angekündigt ist. Nun sehen wir, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Bibel im Zusammenhang lesen. Oft wird heute einfach Joel zitiert, diese Verse, aber über Kapitel 1 und 2 spricht niemand. Und dabei wird der biblische Fahrplan verheerend durcheinander gebracht. Wir haben ein weiteres solches Beispiel vom Durcheinanderbringen in 2. Timotheus 2. Das ist ein anderes Thema. Aber hier spricht Paulus über Hymenäus und Philetus. Ich lese des Zusammenhangs wegen ab 2. Timotheus 2, Vers 16. Die ungöttlichen, eitlen Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher umkehren. Diese Irrlehrer haben gesagt, die Auferstehung ist schon geschehen. Wir wissen, die Auferstehung wird ja erst stattfinden bei der Entrückung der Gemeinde. Dann, wenn Jesus Christus vor der großen Drangsal für die Gemeinde kommen wird. Nun, wenn die gesagt haben, nein, die Auferstehung ist schon geschehen, dann hat das Konsequenzen. Dann müsste zum Beispiel ein Gläubiger nicht mehr krank sein. Ja, weil der Apostel Paulus sagt ja, bei der Wiederkunft Christi, da wird die Erlösung des Körpers kommen. Römer 8. Er sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Dann sagt er, die ganze Schöpfung seufzt heute und auch wir seufzen. Vers 23, nicht allein aber sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst seufzen, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünden am Kreuz. Er hat dort auch den Tod besiegt. Und damit auch den Sieg über alle Folgen der Sünde. Aber wir haben heute erst die Erlösung der Seele. Die Erlösung des Körpers haben wir noch nicht. Darum werden Gläubige noch krank und darum sterben Gläubige auch. Weil sonst dürften Gläubige nicht mehr sterben. Christus hat den Tod besiegt am Kreuz. Aber warum sterben alle Generationen seit Golgatha bis heute? Weil die Erlösung des Leibes noch nicht gekommen ist. Die wird erst stattfinden bei der Entrückung, wenn dann die Verstorbenen auferstehen werden und die Übrigbleibenden, die leben, ihr Körper wird umgewandelt werden, sodass der Körper nicht mehr stirbt, nicht mehr verwest. Die haben gesagt, die Auferstehung sei schon geschehen. Und damit haben sie den göttlichen Heilsplan durcheinander gebracht, aber mit verheerenden Konsequenzen.
Dann hätte man sagen können, jemand im Rollstuhl, du, wieso stehst du nicht auf? Du hast zu wenig Glauben. Und er hätte dann sagen müssen, nein, ich habe nicht zu wenig Glauben. Ich vertraue auf den Herrn, dass er mich durchträgt in dieser Not. Aber wenn Christus einmal kommen wird, dann wird mein Körper vollkommen und kräftig und herrlich sein. So wie das in 1. Korinther 15 steht. Da hätte man diesen Philetus, Hymenäus und Philetus widerstehen müssen und sagen, nein, ihr bringt den Fahrplan völlig durcheinander. Und das hat praktische Konsequenzen für das Glaubensleben. Und so hat Paulus gesagt, sie kehren den Glauben etlicher um. Und das geschieht heute auch, indem gesagt wird, jetzt sind wir in dieser Zeit, wo der Geist neu ausgegossen wird. Und dann wird gesagt, und heute ist die Zeit, wo nun wirklich diese Krankenheilungen wieder geschehen sollen, wie zur Zeit der Apostel. Das stimmt einfach nicht. Denn diese Geistesausgießung kommt erst am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und dann wird auch geschehen, was in Jesaja 35 steht. Das wird verheerend sein für alle Ärzte. Aber erst dann. Jesaja 35, Vers 4. Seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Da haben wir das Kommen Gottes zum Gericht. Und jetzt muss man in der Bibel wieder anstreichen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Bitte, wir müssen den Zeitplan einhalten. Dann wird es keine Lahmen mehr geben, keine Blinden. Alle Krankheiten werden geheilt werden. Die Spitäler werden aufgelöst werden. Aber nicht heute. Heute sind wir so dankbar, dass es all diese Einrichtungen gibt, weil wir die Erlösung des Leibes noch nicht haben. Aber wir sehen, das ist nicht nur einfach so Spielerei, die Prophetie, sondern es hat Auswirkungen auf das, was wir heute erwarten oder nicht erwarten. Das hat nichts zu tun mit Unglauben, dass wir nicht glauben, dass Gott unsere Gebete erhört und dass er auch heute in Krankheitsfällen eingreifen kann und Dinge tut, die wir nicht verstehen können. Aber das hat nichts zu tun mit der Gabe der Krankenheilung und so weiter, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass Gott Gebet erhört. Auf gläubiges Gebet antwortet, aber nicht so, dass wir erwarten können, wir sollten keine Blinden und keine Lahmen haben. Das kommt erst noch. Und darauf freuen wir uns. Also das zu Joel 3. Und ganz wichtig, Vers 5, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Hier wird im Propheten Joel schon deutlich gemacht, das Heil Gottes beschränkt sich nicht auf Israel. Jeder, das heißt, das Heil Gottes bezieht sich auf alle Menschen. Jeder, der kommt und sich bekehrt, wird errettet. Und dieses Wort wird im Neuen Testament wiederholt aufgenommen. Auf Seite 1 habe ich unter praktische Lehren beim letzten Punkt aufgeführt. Wir lernen aus Joel, Gottes Gnade ist universell, weltumspannend. Und darum wird eben dieser Vers sowohl in Apostelgeschichte 2 als Römer 10 zitiert, um deutlich zu machen, das Heil beschränkt sich nicht auf ein Volk, sondern jeder, der kommt, wird angenommen. Jeder, der echt Buße tut. Kapitel 4. Hier hören wir die Stimme des Messias. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie hinabführen in das Tal Josaphat.
Und ich werde dort mit ihnen einen Rechtsstreit führen über mein Volk und über mein Erbteil Israel, weil sie es unter die Nationen zerstreut. Also, der Herr Jesus sagt hier, in jener Zeit, wenn das Schicksal der Juden und der Stadt Jerusalems eine Wende erfährt, dann wird er im Tal Josaphat sein und abrechnen. Das jüdische Volk hat Schreckliches durchgemacht ab dem Jahr 70 nach Christus, als die Römer den Tempel verwüsteten, Jerusalem in Staub und Asche legten und schließlich dem Judenstaat ein Ende setzten. Sie wurden zerstreut unter alle Völker. 13 Millionen Tote haben wir zu beklagen. Und man betete um eine Wende, um eine Rückführung ins Land der Väter. Und das durch diese 2000 Jahre hindurch. Dreimal im Tag hat man im Judentum gebetet, dass Gott zurückführen möge nach Zion. Und es war einfach nicht möglich. Das war nicht zu realisieren in früheren Zeiten. In der Zeit der Reformation. Das war nicht zu realisieren, die Juden aus aller Welt zurückzuführen ins Land der Väter. Unzählige wären damals auf dem Weg gestorben. Aber 1882 begann die erste Rückführung. Eine Welle, Tausende von Juden kamen aus Russland wegen der Verfolgung unter den letzten Zaren und gingen nach damals Palästina und begannen das kaputte Land wieder aufzubauen. Und dann kam eine zweite Welle, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, bis Millionen aus aller Welt gekommen sind, bis heute. Aus allen 5 Kontinenten. Und so erfuhr das Schicksal der Juden eine ganz markante Wende ab 1882. Und 1948 kam es sogar zur Gründung des Staates Israel, was 2000 Jahre nicht mehr möglich war. Und 1967, beim zweiten Versuch der Totalausrottung des Judenstaates, am dritten Tag war der Tempelberg in jüdischer Hand. Das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Wir sind Augenzeugen dieser Wende. Und diese Stelle sagt, in dieser Zeitperiode, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie hinabführen in das Tal Josaphat. Also, dieser Angriff des Königs des Nordens, der gegen Jerusalem kommt, ich muss erklären, das Tal Josaphat ist ein anderer Name für das Tal Kidron, zwischen Ölberg und Tempelberg in Jerusalem. Ein anderer Name für das Tal Schawe in 1. Mose 14, Vers 17. Ist alles das Gleiche. Dort wird der Herr Jesus stehen und einen Rechtsstreit führen. Er wird auf dem Ölberg kommen, er wird im Tal Josaphat sein. Schon eindrücklich, wenn man da vom Tempelberg runterspaziert, das wieder vor einiger Zeit mit meiner Frau gemacht, durch das Tal Kidron, durch das Tal Josaphat. An diesem Ort wird er stattfinden. Da wird er stehen. Aber das ist unsere Zeitperiode. Denn die vergangenen 120 Jahre, das ist das, was die Bibel bezeichnet als Endzeit. Und was sind 120 Jahre im Vergleich zu fast 2000 Jahre? Wir können nichts rechnen, aber die Zeichen der Zeit machen deutlich, wir leben in dieser Zeitperiode. Und dann wird Gott mit den Völkern abrechnen, wegen Israel, weil sie es unter die Nationen zerstreut und mein Land verteilt haben. Ui, da wird es aber heiß für die UNO. Ja. Die Engländer haben das Land geteilt nach dem Ersten Weltkrieg. Da haben sie 77% von Palästina, haben sie den arabischen Palästinensern gegeben. Die haben daraus Jordanien gemacht. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UNO den Rest nicht den Juden gegeben, sondern das nochmals geteilt. Das war der Teilungsplan von 1947. Und so entstand der Judenstaat. Mit dem Rest wollte man einen zweiten Palästinenserstaat machen. Westjordanland, Gaza, Golan.
Aber dann wird der Messias kommen und abrechnen, weil sie es unter die Nationen zerstreut und mein Land verteilt haben. Das ist gefährlich, sich da zu beteiligen bei der Landteilung. Vers 3. Und über mein Volk das Los geworfen und den Knaben um eine Hure gegeben und das Mädchen um Wein verkauft und ihn vertrunken haben. Und zudem, was wollt ihr mir, Tyrus und Sidon? Das weist auf den Libanon hin, ja? Und alle ihr Bezirke von Philistäa. Philistäa ist das Wort für Philisterland. In der Bibel ist traditionell das Philisterland das Gebiet des Gazastreifens und rundherum. Und jetzt wird hier endzeitlich gesprochen über die Bezirke in der Mehrzahl Philistäas. Mehrzahl, das ist zwei und mehr, oder? Haben wir im Prinzip so in der Schule gelernt. Einzahl ist eins und zwei, und Mehrzahl ist zwei und mehr. Also da wird es in der Endzeit mehr als ein Bezirk von dem Philisterland geben. Das ist schon interessant, ja? Aber Gott spricht sie an. Was wollt ihr, Bezirke von Philistäa? Wollt ihr an mir Vergeltung üben? Ja, wenn ihr mir etwas antun wollt, schnell eilends werde ich euer Tun auf euren Kopf heimzahlen. Ihr habt ja mein Silber und mein Gold weggenommen und meine schönen Kostbarkeiten in eure Tempel gebracht. Das nimmt Bezug auf alles, was geschehen ist seit dem Jahr 70. Und die Söhne Judas und die Söhne Jerusalems den Söhnen der Griechen verkauft. Und so wurden die Juden zerstreut bis nach Europa, ja? Damit sie entfernt werden von ihrem Gebiet. Bereits die Römer hatten im Jahr 70 gegen 100.000 Kriegsgefangene weggeführt. Und das hat die Preise im Römischen Reich für Sklaven zusammenbrechen lassen. Man kaufte keine Sklaven mehr. Also so wurden sie weggeführt. Übrigens, genau wie das in 5. Mose vorausgesagt war, Mose schreibt in 5. Mose 28 von der Zerstreuung unter alle Völker, Vers 64, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und dann Vers 68. Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen. Und ihr werdet daselbst euren Feinden zu Knechten und zu Mägden verkauft werden, aber niemand wird kaufen. Da wurden Kriegsgefangene mit römischen Schiffen nach Ägypten gebracht, auf den Sklavenmärkten, Ägypten gehörte ja zum Römischen Reich, angeboten, man kaufte nicht mehr, es gab zu viel. Das Angebot überstieg die Nachfrage. Jedes Wort hat sich erfüllt. Joel 4, Vers 7. Siehe, ich wecke sie auf von ihrem Ort her. Die Juden werden aufwachen, auch in Europa, ja? Und werden wieder herkommen. Siehe, ich wecke sie auf von ihrem Ort her und werde euer Tun auf euren Kopf heimzahlen. Und ich werde eure Söhne und eure Töchter verkaufen in die Hand der Söhne Judas und sie werden sie den Sabäern verkaufen, einer weit wegliegenden Nation. Sabäer sind ein Volk in der saudischen Wüste. Denn der Herr hat geredet. Ruft dies aus unter den Nationen. Heiligt einen Krieg. Wow, da wird's uns schwül, ja? Ein heiliger Krieg. Weckt die Helden auf. Es sollen anrücken, hinaufziehen alle Männer des Krieges. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Rebmesser zu Lanzen. Der Schwache soll sagen, ich bin ein Held. Kommt eilends, ja, ihr Nationen ringsum. Sehen wir, wiederum nicht alle Nationen der Welt, sondern es geht um die Nationen ringsum, die gegen Jerusalem kommen werden. Ja, sie sollen sich versammeln. Dorthin führe hinab, Herr, deine Helden. Es sollen in Bewegung geraten und heraufziehen die Nationen,
ins Tal Josaphat. Übrigens, Josaphat heißt auf Deutsch, der Ewige hat gerichtet. Denn dort werde ich sitzen, um zu richten alle Nationen ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet. Denn die Kelter ist voll. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Das Gericht wird hier verglichen mit einer Weinpresse, wo die Trauben zertreten werden. Lärmende Menge im Tal Josaphat. Denn nahe ist der Tag des Herrn, im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond sind schwarz geworden. Oder man kann sie, man kann auch übersetzen, Fußnote, kleideten sich in schwarze Trauerkleider. Und die Sterne verhalten ihren Schein. Und der Herr brüllt aus Zion. Ja, aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen, so dass Himmel und Erde erzittern werden. Er brüllt wie ein Löwe. Das ist der Löwe aus dem Stamm Juda, Offenbarung 5. Merken wir etwas? Der Herr wird kommen auf dem Ölberg, Zacharja 14. Er wird sitzen im Tal Josaphat, Joel 4. Und er wird auf Zion, das ist der Tempelberg, brüllen wie ein Löwe. Ja, das sind alles Orte, die gerade beieinander liegen. Der Herr wird vom Ölberg ins Tal Kidron gehen, vom Tal Kidron auf den Tempelberg Zion. Heute heißt in Jerusalem ein Nachbarhügel Zion. Aber diese Bezeichnung ist erst aus nachbiblischer Zeit. In der Bibel ist Zion immer der Tempelberg. Der Herr wird seinem Volk eine Zuflucht sein. Ja, eine Festung den Söhnen Israels. Wir haben gesehen in Daniel 12, die Kraft Israels wird am Boden zerschmettert werden. Und wenn die Kraft Israels am Ende ist, dann wird der Herr eingreifen und wird diesen Drittel, der zu ihm schreit, befreien. Der Herr wird seinem Volk eine Zuflucht sein. Ja, eine Festung den Söhnen Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Nochmals eine Anspielung an Joel, der ich auf Zion, meinem heiligen Berg, wohne. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr feindlich durchziehen. Jerusalem war vom Jahr 70 an, das heißt der Tempelberg, Zion in Jerusalem, war vom Jahr 70 an bis 1967 nie mehr in jüdischer Hand. Verschiedene Nationen haben untereinander abgewechselt. Zuerst waren es die Römer und Byzantiner, dann die Perser, dann die Araber aus Saudi-Arabien und so weiter. Es hat gewechselt, bis dann die Türken im 16. Jahrhundert, dann im Ersten Weltkrieg die Engländer, dann ab 1948, 49 Jordanien und 1967 wieder in jüdischer Hand. Aber dann wird Jerusalem endgültig frei sein und Fremde werden es nicht mehr feindlich durchziehen. Und es wird geschehen an jedem Tag, die Berge werden von Most triefen und die Hügel von Milch fließen und alle Bachbette von Juda werden von Wasser fließen. Wir wissen, es wird ja wieder regnen. Nach 3,5 Jahren. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn entspringen und das Tal Schittim bewässern. Das Tal Schittim, das ist das Tal des Toten Meeres. An anderen Stellen wird das genannt die Arava, die Niederung. Das ist der tiefste Ort der Welt, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Der typische Baum dort unten in der Wüste, dieser knorrige Baum, den man so sieht an den Wegrändern und darüber hinaus, das ist das Akazienholz, hebräisch Schittim. Und darum heißt dieses Tal im Toten Meer das Tal Schittim.
Dann wird aus dem Tempel, aus dem dritten Tempel in Jerusalem, eine Quelle entspringen, Hesekiel 47. Und die wird am Altar vorbeigehen und dann schließlich zu einem Fluss werden, ein Doppelfluss. Ein Arm nach Sacharja 14 geht ins Mittelmeer und der andere wird hinuntergehen ins Tote Meer. Und dieses Tal, das ja so austrocknet, das Tote Meer ist ja schon zweigeteilt, weil zu viel Wasser aus dem Jordan für die Bewässerung gebraucht wird. Und dort ist die Menge der Verdunstung derart hoch. Das Tal Schittim gehört zu den heißesten und trockensten Gebieten der Welt. Darum haben ja die Handschriften von Qumran dort so gut überlebt. Ja, dann wird dieses Wasser hinuntergehen, das Tal Schittim bewässern. Und so kommt es nach Hesekiel 47, dass das Tote Meer sogar lebendig wird. Dass Fische darin schwimmen werden. Und bei Engedi steht in Hesekiel 47, da bei der Oase Engedi am Toten Meer, werden Fischer stehen und ihre Netze ausbreiten. Heute hat das Tote Meer 30% Salz, Kochsalz und auch andere Salze. Es ist unglaublich. In den Weltmeeren hat der Schöpfer in seiner Weisheit 3-4% hineingelegt. Das ist gerade nötig und gut als Desinfektion, wegen den vielen Tieren, die täglich sterben. Aber 30%, das ist eindeutig zu viel. Darum, die Fische, die da im Jordan runterkommen, die wollen ins Tote Meer. Wenn sie nicht gleich sterben, kehren sie gar noch vorher um. Aber das wird dann so geändert werden. Heute hat man Angst vor einer ökologischen Katastrophe wegen des Austrocknens des Toten Meeres. Und darum hat man vor Jahren das Projekt entwickelt, einen Kanal zu bauen vom Mittelmeer ins Tote Meer runter. Das kostet so viele Milliarden. Aber dann, als die russischen Juden kamen, und viele von denen sind ja so gescheite Leute, Mathematiker und Physiker, und die kamen nach Israel und hatten keine Arbeit, haben wir gedacht, das wäre doch toll, die könnte man da einsetzen in diesem Projekt. Und dann haben wir aber doch wieder abgelassen, einfach wegen der Geldfrage. Aber wäre ich ein Mitglied in der Knesset, würde ich mal eine Rede halten und sagen, Chaverim bechaverot, Genossen und Genossinnen, das Geld können wir uns sparen. Und zwar, das kommt ja sowieso, das mit der Quelle. Und diese Dinge stehen vor der Tür, also setzen wir diese Juden woanders ein, diese Mathematiker und Physiker. Aber was soll man das doppelt bezahlen, was dann sowieso noch kommen wird, ja? Übrigens, wenn diese Quelle aus dem Haus des Herrn entspringen wird, dann wird Wasser aus dem Felsen kommen. Denn das Tempelhaus wird ja stehen auf dem höchsten Punkt des Zionsberges. Und das ist der Fels heute in der Oma-Moschee. Die Geschichte Israels nach dem Auszug aus Ägypten hat begonnen mit Wasser aus dem Felsen. Ein Bild von Christus, der uns seine erfrischende Segensfülle gibt. 2. Mose 17. Und wird enden im tausendjährigen Reich mit Wasser aus dem Felsen. Doch wunderbar. Wie kommt da plötzlich eine Quelle heraus? Ist ja so. Es gibt in den Hügeln und Bergen gibt es immer wieder Schichten, die tragen Wasser in sich. Und nun, wenn nach Sacharja 14 am Ende der Drangsalszeit es sogar zu einer geologischen Katastrophe kommen wird, der Ölberg wird ja entzweit werden, haben wir gelesen, Sacharja 14, und Gebiete werden erniedrigt werden und andere Gebiete werden aufgefaltet werden. Ja gut, wenn geologische Schichten plötzlich eine Auffaltung erleben, dann kann eine solche wassertragende Schicht brechen und es tritt aus und kommt zu einer Quelle. Das ist also ganz einfach, wie das geht. Dass plötzlich eine Quelle da aus dem Berg hervorkommen wird. Vers 19. Ägypten wird zu einer entsetzlichen Öde werden.
Und Edom wird zu einer entsetzlichen Wüste werden, wegen der Gewalt an den Söhnen Judas, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Die Wiederkunft Christi wird in mehreren Phasen erfolgen. Nach 1260 Tagen Drangsal wird er erscheinen. Aber in Daniel 12 lesen wir, glückselig, wer ausharrt und 1335 Tage erreicht. In den 75 Tagen, die folgen, wird der Herr in verschiedenen Phasen verschiedene Feinde besiegen. In Harmagedon wird er die EU-Streitkräfte besiegen, die gegen ihn kämpfen werden. Auf dem Ölberg wird er den König des Nordens vernichten. In Edom, Südjordanien, wird er auch eine Armee vernichten. Jesaja 63. Kann man es nachlesen. In Ägypten wird er auch kommen als Richter. Jesaja 19. Der Herr kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Und so werden verschiedene Gerichte in aller Welt stattfinden. Und durch das schrecklichste Erdbeben der Weltgeschichte werden alle Städte der Nationen fallen. Also alle Welt wird zusammenbrechen. Nicht nur Israel wird am Boden sein, auch alle anderen Länder. Offenbarung 16. Beim letzten Schalengericht, die Städte der Nationen fielen. Ein Erdbeben so groß, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gibt. Und was braucht es dann? Eine Art Marshallplan. Nicht wahr? Nach dem Zweiten Weltkrieg war Europa zu großen Teilen am Boden. Und dann haben die Amerikaner den Marshallplan entwickelt zum Wiederaufbau. Und so wird der Herr Jesus seine Weltregierung über alle Kontinente errichten und wird diese Welt nach seinen Gedanken neu aufbauen. Aber das eben nach dem Gericht. Ägypten, entsetzliche Öde, Edom, entsetzliche Wüste. 4, Vers 20. Aber Juda wird in Ewigkeit bleiben. Und Jerusalem von Generation zu Generation. Wieder ein schöner synonymer Parallelismus. Und jetzt kommt ein geheimnisvoller Vers zum Schluss. Und ich werde sie reinigen von ihrem Blut, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird in Zion wohnen. Was ist das für ein Blut, von dem das jüdische Volk gereinigt werden muss? Dann als Nation. Matthäus 27, 25, da haben wir diese verhängnisvolle Szene vor uns. Die wütende Volksmenge vor Pilatus, die schreit, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das war eine Aussage, die man in ihrer Bedeutung damals einfach nicht erfasst hat. Wir übernehmen die Verantwortung für das Blut des Messias. Und dann kam der Untergang des Staates, die Zerstreuung unter alle Völker. Aber Gott in seiner Gnade erbarmt sich über Israel, führt es zurück in der heutigen Zeit, hat es in drei Existenzkriegen bewahrt, aber weil dann die Masse doch den falschen Messias akzeptieren wird, wird Gott noch die große Drangsal kommen lassen. Aber aus dieser Not heraus wird es zur Bekehrung eines Drittels der Bevölkerung kommen. Würde doch wenigstens ein Drittel der Schweiz sich bekehren, dann können wir von der großen Erweckung sprechen. Aber dann heißt es, Gott wird dieses Volk reinigen von diesem Blut, dass sie damals so auf sich geladen haben. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und so wird das jüdische Volk in den vollen Segen hineingeführt werden. Durch die Finsternis zum Licht. Und darum, die letzte Verszeile ist so herrlich, das tausendjährige Reich. Der Herr wird in Zion wohnen. Der Herr Jesus wird König sein, auf dem Zionsberg, da wo schon einst sein Vorfahre David sein Königspalast hatte. Aber von dort aus wird er in Frieden und Gerechtigkeit über die ganze Welt regieren.
Wir haben also eine wunderbare prophetische Schau in diesen vier Kapiteln von Joel. Und zum Schluss möchte ich noch auf Seite 1 die unter praktische Lehren hinweisen auf den Punkt: Jede Not hat ein Ende. Für Gläubige besteht der völlig gewisse Ausblick auf eine lichte Zukunft. Und das haben die Gläubigen zu allen Zeiten erlebt. Ich habe so als Beispiel die Hugenotten am Anfang erwähnt, aber durch alle Jahrhunderte hindurch mussten Gläubige durch Nöte hindurchgehen, aber für sie ist die Gewissheit, am Ende steht die lichte Zukunft. Und da möchte ich noch abschließend lesen einen Vers aus Apostelgeschichte 14. Da sehen wir, was Paulus gelehrt hat in den gerade frisch entstandenen Gemeinden, die er dort nochmals besucht. Apostelgeschichte 14, Vers 21. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück. Indem sie, das sind die Gemeinden, die gerade kurz vorher entstanden sind, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren, und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Die haben kein Wohlstandsevangelium verkündigt. Das ist einfach nicht wahr. Sondern die Grundlehre war, wir müssen durch viele Trübsale in das künftige Reich Gottes eingehen. Das Licht kommt, aber das ist nicht für jetzt verheißen. Und wer heute sagt, ja, wir sollten reich sein und es sollte uns nur immer gut gehen, das ist eine Lüge. Und wir müssen diese Leute entlarven als ihr Lehrer. Und das sind so, denke ich, so wichtige Verse, die deutlich machen, was die biblische Lehre ist für die Gemeinde. Aber die Seelen müssen eben zugerüstet werden, dass sie bereit sind. Aber wenn sie wissen, dass wir auch leiden müssen, dann brechen wir nicht zusammen. Wie solche, die denken, wir müssen nicht leiden. Und wenn dann die Leiden kommen, dann brechen sie zusammen. Darum, das ist so verheerend. Da ist eine Taktik dahinter, um den Glauben zu zerstören. Wenn wir den Gläubigen Hoffnungen machen, die Gott gar nicht macht. Und dann klagen sie Gott ein, warum hast du nicht eingegriffen? Nun, wir halten uns an dieses Wort, dass wir durch viele Trübsale im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Eben wie Psalm 112 sagt, Vers 4, dem Aufrichtigen geht Licht auf in der Finsternis. Ja, dann sind wir so am Ende. Vielleicht sind noch ein paar Fragen. Wir haben noch ein paar Minuten bis 5 Uhr. Also frei aus dem Publikum. Ja? Vers 11, was sind das für Helden, deine Helden? Kapitel 4, Vers 11, ja? Es ist so, der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, dem Überrest, der sich schon bekehren wird vor der großen Drangsal, das sind übrigens die 144.000, also Offenbarung 7, das ist die Vorhut. Sie werden genannt in Offenbarung 14 die Erstlinge. Die Vorhut, die wird fliehen aus dem Land Judäa auf die Berge und dann nach Jesaja 16 werden sie nach Moab hinübergehen und dort von Gott während 3,5 Jahren ernährt und versorgt werden. Das sind die messianischen Juden nach der Entrückung der Gemeinde. Die heutigen messianischen Juden, die werden entrückt, weil sie zur Gemeinde gehören, aber diese gläubigen Juden aus der Zeit nach der Entrückung, vor der großen Drangsal, die werden fliehen
ins Ausland. Und wir haben in Daniel 11 gelesen, dass wenn der König des Nordens kommt, wird Moab verschont bleiben. Und genau dort gehen sie hin. Merkt man, wie alles schön aufgeht. Gott wird sie dort versorgen und am Ende der Drangsal wird der Überrest zurückkehren ins Land. Man kann dazu lesen, Sacharja 10, da wird beschrieben, wie der Überrest dann in die Kämpfe eingreifen wird, in die letzten Kämpfe, wenn der Herr Jesus vom Himmel her kommt. Ich lese Sacharja 10, Sacharja 9 auch schon. Da liest man in Vers 14, oder Vers 12, werden diese Juden im Ausland aufgerufen, kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Schon heute verkündige ich, dass ich dir das Doppelte erstatten werde. Und dann heißt es, denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt, und ich wecke deine Söhne Zion auf, wieder deine Kinder Griechenland, und mache dich wie das Schwert eines Helden. Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz, und der Herr, der Ewige, wird in die Posaune stoßen und einherziehen in Stürmen des Südens. Der Herr der Heerscharen wird sie beschirmen, und sie werden die Schleudersteine verzehren und niedertreten. Und Vers 16, und der Herr, ihr Gott, wird sie retten an jenem Tag, wird sein Volk retten wie eine Herde. Und so weiter. Also die kommen zurück und werden in die Kämpfe eingreifen, so dass der Herr, der über ihnen erscheint, sie benutzen wird wie Pfeile im Kampf. Und das sind diese Helden, die dort aufgerufen werden, um auch ins Tal der Entscheidung hinunterzugehen nach Jerusalem. Noch eine Frage? Ich habe die Frage verstanden. Also es geht um Offenbarung 14, wo das Gericht beschrieben wird, die Trauben des Weinstocks kommen in die Kelter und werden dort getreten durch den Grimm Gottes, und die Kelter wurde außerhalb der Stadt, das ist Jerusalem, getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. Das sind circa 300 Kilometer. Das ist so die Distanz Israels von Norden bis Süden. In den biblischen Grenzen, in den alten biblischen Grenzen. Das heißt also, dieses Gericht, verglichen mit den Trauben in der Kelter, betrifft das ganze Land Israel. Das ist die Aussage. Also, das ganze Land Israel wird eben in der Drangsalszeit unter das göttliche Gericht fallen. Ja? Ja, genau. Und darum wird Gott sie dann schlussendlich reinigen von dem Blut, von dem er sie nicht gereinigt hatte. Genau. Ja, wir sind am Ende. Wir wollen noch zusammen beten.